Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Anno 1800. Los geht es mit dem Panorama-Effekt in Quarnforts. Dann müssen wir dringend in die alte Welt. Es könnte sein, dass uns da die Schreibmaschinen und noch ein paar andere Sachen ausgehen, kümmern wir uns aber gleich drum. Zuerst nehme ich mir die Investoren zur Brust. Sie haben gerufen, sie wollen hoch hinaus, dann sind sie bei mir genau an der richtigen Adresse. Und wie es aussieht, auch genau in der richtigen Reihe, genau da geht es los. Da ziehe ich einmal durch, von links nach rechts, aber bitte nur die Reihe und auch wirklich nur die, bis... Was denn hier los? Die zwei da oben will ich nicht. Dann eben nur bis dahin. Dann müssen die anderen warten. Tut mir leid, die anderen sind schuld. Dann hier gleich die noch mit hinterher. Die Mitte bleibt wieder frei. Ist denn auch alles so, wie ich es haben will? Ja, gut. Dann kann ich das doch jetzt so weiter durchziehen. Das bleibt frei. Hier geht's weiter. Die Mitte. So, schön auf der Höhe bleiben. Wunderbar. Dann kann ich die gleich hinterher nehmen. Bis wohin müssen wir? Bis hier. Und dann geht's da weiter. Nun wieder die Mitte. Schön alles vorsichtig der Reihe nach. Moment, nur bis hier. Ja. Gut. Schaue ich mir noch mal an. Na, dann können wir... Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Oh, wenn ich mir das Material anschaue, noch zwei, drei Reihen hinterher schieben. Also könnt ihr euch noch glücklich schätzen. Oh, was da denn? Nein, das geht so nicht. Das muss ich mir genauer anschauen. Ja, wie denn, was denn? Na, obwohl, passt eigentlich. Ihr zwei Hübschen hier? Dürft. Reicht's für euch? Reicht doch noch. Und einmal noch bis... Sie haben an Einfluss gewonnen. Genau dahin und nicht weiter. So möchte ich das haben. Da hinten die Ecke, die nehmen wir uns gleich vor. Zuerst bräuchte ich noch ein paar Stahlträger. Und natürlich habe ich da hier wieder was stehen. Ich habe da Pläne für neue Expeditionen aus. Das ist schön, können wir später drüber der reden. Im Kessel. Momentan kein Interesse. Ach, was soll's, kommt alle hier rüber. Rein in die Bucht mit euch. Und drei, vier von euch bräuchte ich dann noch für ein paar Routen, die wir neu anlegen müssten. Ach, wieder im Schneckentempo, wie ich das leiden kann. Neue Ziele? Ja, wollen Sie mich wieder ärgern? Nutze ich mal kurz zum Durchatmen. Kisten unter Deck! Jetzt ist aber gut. Jetzt nehme ich das selbst in die Hand hier. Kann doch wohl nicht wahr sein. Neue Befehle? Abladen. Einmal alles, was du hast. Dann nehme ich dich. Ich nehme dich. Zum Horizont. Und noch zwei bräuchte ich. Bietest du dich doch an. Und hier, der da unten steht. Wendemanöver. Ihr bleibt mal hier. Für die anderen geht die Reise dann zurück zum Material holen, wenn ich mit euch fertig bin. Abdrehen beginnen.
Schön Stahlträger. Das brauche ich. Sind unterwegs. Gehörst du noch dazu? Nein, gehörst du nicht. Jetzt geh doch mal aus dem Weg. Fahr, fahr. Flotte erwartet Befehl. Und ihr kennt den Weg. Hoch mit euch nach Chateau. Dann mache ich mal kurz weiter. Die Ecke da hinten, die will ich noch. Dann war's das für heute hier in Quanforts mit Panorama-Effekt. Vielleicht nochmal zum Ende der Folge. Aber weiß ich noch nicht. Dann... Ich bleib mal auf der Höhe hier unten. Nehme ich zuerst mal die. Sollte korrekt sein. Ja. Dann bist du dran. Können wir nur die untere Reihe. Was ist denn? Lasst mich doch nur die untere Reihe nehmen. Dann geht's hier weiter und hier oben. Da wäre wieder die Mitte. Da ist aber schon korrekt. Genauso. Also nur noch ihr und du. Dann war es das mit euch. Oh, 2,1 Millionen fast an Einwohnern, die wir da angesammelt haben. Erfreulich, erfreulich. Dann ab in die alte Welt. Oh, was gibt es hier viel zu tun. Schreibmaschinenbereich muss klar gemacht werden. Die basteln wir dann am besten hier mit rein. Wir brauchen aber auch noch zusätzlich Talg, Getreide und Messing, was wir uns von anderen Inseln tauschen und ranholen müssen. Oh, da bietet sich doch der Weinberg an. Da wird fleißig importiert gegen die schweren Geschütze. Die nehmen wir mal dafür. Wir brauchen Getreide. Wir brauchen ein wenig Talg. Wo finde ich den denn jetzt wieder? Da unten. Und ein wenig Messing hätte ich noch gern. Dann bin ich soweit zufrieden. Lagerkapazität war 4100. Moment, so rum. Und so viel brauchen wir dafür nicht. Das bedeutet, drei Schiffe zurecht machen. Wann kommt der Kapitän? Jetzt nicht drauf geschaut. Oh, er legt gerade ab. Schade. Ungünstiger Zeitpunkt. Naja, was soll's. Ach, falsch, falsch, falsch. Bevor ich die Route mache, muss ich doch die Schiffe benennen. Machen wir's schnell mal. Schiff steht bereit. Du kümmerst dich. Ach, jetzt weiß ich doch gar nicht, welche Routen das sind. Oh, muss ich doch mal reinschauen. Zum Leerfeld. Getreide, Route 1, Route 2 gibt es schon, also wäre das Route 3. Talg wäre dann 2. Und Messing für Arktis, Messing für Leerfeld. Ach, wäre das dann auch die Route 2. Ob ich mir das merken kann. Neue Befehle? Schauen wir mal. Weizen oder... Ah, Moment. Getreide hatte ich es genannt. Frachtschiff steht bereit. Ein Gedächtnis von 12 bis Mittag. Ich sag's. Getreide. Route 3 für Leerfeld. Passt wieder nicht. Schön. Na komm schon. Ach, mehr als ein Schiff. Muss es ja nicht werden. Schätze ich mal. Abdrehen. Dann reicht das. Route 3. Dann.
Teig, Rude 2 wäre das für Leerfeld Schiff 1. Das passt wenigstens rein. Sind unterwegs. Und dann noch einmal Messing, aber auch die Rude 2. Bleibt so. Wendemanöver. Hätten wir es doch. Router gebe ich euch sofort. Hat er wieder die Route vergessen. Wo haben wir jetzt das Schiff? Da. Einmal hier unten vom Weinberg. Moment, hier finde ich es doch. Alles nach oben bringen für unsere Mühlen. Getreide ist unterwegs. Weiter geht's mit Talg. Stimmt so. Gleiche Insel, gleiches Ziel. Talg war hier hinten. Man hantiert so selten mit den Waren. Los geht's. Und zum Schluss noch einmal Messing. Dann können wir die Schreibmaschinenfabriken dahin basteln. Moment, das Schiff, das wollte ich ja gar nicht. Die Insel ist mein Ziel. Messing wollen wir haben und Messing liefern wir nach oben. Das wäre also geklärt. Für die Zukunft ist gesorgt. Dann mache ich mich mal ans Werk. Einmal Schreibmaschinen kann man sich doch kopieren. Zuerst mal wieder. Zuerst mal wieder im Blaupause. Hätte ich's gern. Tja, so passt's ja nun mal nicht. Aber so könnte man zwei nebeneinander bekommen. Ja, wir wären aber hier unten schon wieder nicht mehr im Bereich. Könnte man da noch ein Feld weiter nach rechts? Oder überlappt sich da wieder was? Nein, möglich wär's. Ich probier's. Reicht noch nicht. Es ist noch nicht genug. Dann halt noch mehr. Muss doch wohl. Oh, kann doch nicht. Ha. Na Moment. Eins nach oben geht ja auch noch. Dann sieht's gut aus. Basteln wir das so hier rein. Genügend Lagerhäuser stehen in der Ecke. Kann ich da hinstellen. Feuerwehr passt auch noch mit rein. Jetzt müsst ihr hier aber, glaube ich, raus. Das kann man auf jeden Fall da noch mit unterbringen. Und für dich finden wir auch noch ein ruhiges Plätzchen. Vielleicht hier in der Ecke. Das ist doch außerhalb des Bereiches. Genau. Weg mit dem Kram. Und was brauchen wir denn da eigentlich an Items? Einmal alles. Maschinenmenschen, Leistung zahlt sich aus und Nachtbetrieb. Maschinenmenschen. Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen. Habe ich mir die Farbe nicht gemerkt jetzt. Leistung zahlt sich aus. Und Nachtbetrieb. Plus natürlich. Weg mit dem Sand im Getriebe. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Was braucht ihr denn eigentlich an Arbeitskräften? Okay, Ingenieure, das passt. Ha, anders geht's nicht. Ich glaube, dann drehe ich dich einmal so rum. Dann bekomme ich hier unten wenigstens noch eine rein. Ja. Obwohl, auch eher schlecht.
Ach, wie viele stehen denn hier unten in dem Bereich? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, eine muss es mindestens noch werden. Da geht nicht, da sind wir noch im Bereich, wäre möglich. Und was anderes wird mir auch nicht übrig bleiben. Auch wenn es blöd aussieht, kann man ja da noch ein Lagerhaus reinsetzen und hier unten auch noch. Ist der Platz nicht ganz vergeudet? Rest wieder zukleistern mit Straßen, vielleicht noch Feuerwehr reinsetzen. Und hier oben auf jeden Fall noch ein paar Übergänge über die Schiene drüber. Sonst vergesse ich es doch immer. Na? Moment, wir bleiben da schön im System. So, jetzt können wir einmal da aufbauen, einmal hier aufrüsten. Euch nehme ich. Und da ich nur Ingenieure brauche, zack, einmal über alle drüber. Langsam wird es auch knapp. Müsste man mal wieder in Hochheim ein bisschen aufrüsten. Naja, wenn das mal nicht wieder Kaugummis kostet. Ein Elfenbeinturm ohne Elfenbein, das ist nahezu perfekt. Du sagst es. Ach, alles nicht so einfach. Naja, wo geht's denn jetzt noch weiter? Einmal beladen wollte ich gerade, aber Stallträger sind da eher Mangelware. Baldrin! Da packe ich mir mal hier ein paar Fenster ein und da schaffen wir die zuerst mal nach drüben. Kann man ja auch immer mal gebrauchen. Sind unterwegs! Bevor ihr hier sinnlos da rumsteht. Oh, genau, da war ja auch noch was. Berlichingen. Gut, dass ich das jetzt noch gesehen habe, sonst wäre es mir wieder entfallen. Flotte bereit. Ihr vier zusammen nach Granforts. Da hatte doch noch in Toadstone was gefehlt. Einmal Bücher für das eine Rathaus hier. Genau das, davon rede ich. Der Kram muss raus. Und hier sind's nur Bauern, also brauche ich das nicht, aber dafür das päpstliche Papier. Genau, so war's. Das nehmen wir auch noch mit. Ein bisschen besser. Aber ich glaube, in Zukunft muss noch weiter abgerüstet werden. Neue Befehle? Brauche ich dich jetzt hier noch? Ach, du kannst mal einen kleinen Abstecher machen. Zum guten Archie runter. Kauf ich mir mal wieder ein paar Propeller für die Schiffe. Dann, da war doch noch irgendwas. Genau. Hier war Zelluloid. Zelluloid, genau, doch auch. Auf Null. Woran liegt's? An der Produktion oder an den Schiffen? An den Schiffen. Ei. Da packen wir jetzt aber auch noch mal zwei Stück mit drauf. Mindestens. Oh, die sind ja gerade unterwegs. Gerade weggeschickt. Kran anhalten. Aber hier habe ich noch einen. Zelluloid. Drei Stück drauf wäre das Nummer 4. Neue Befehle? Oh, passt das vielleicht? Ach Mensch. Und vielleicht noch eins, was gerade fertiggestellt wurde. Ja. Wendemanöver. Es passt doch wieder perfekt. Items sollst du noch von mir bekommen. Die Nummer stimmt sogar auch. Einen Hans, einen Propeller
und noch den anderen hinterher. Abdrehen beginnen! Ja. Drauf mit euch. Sollte ja reichen. Aber das heißt wohl auch, wir werden die frisch geräumte Insel wohl für Chemiefabriken nutzen müssen. Oder wir nehmen den Kaffee hier doch aus Chemikos weg und packen den da hoch. Ganz wegnehmen möchte ich den Kaffee nicht, da fehlt uns dann wieder zu viel, was eingetauscht werden muss. Und basteln dann hier noch den Rest zu mit Zelluloidfabriken. Ethanol bräuchte man ja auch wieder. Und vielleicht sogar noch Kaugummi. Ach, Probleme, Probleme, Probleme. Einfach überall Probleme. Was könnte ich denn da jetzt in Hochheim noch machen? Ginge da noch was, um jetzt noch ein paar Ingenieure ranzuholen? Ihr wart bis dahin alle auf 3. Stahlträger würden fehlen. Ja, und Bretter auch. Gut, dann wird das hier nichts. Lassen wir es halt sein und schaue ich gleich nochmal, was ich da in Grand Forks noch machen kann. Mit Panorama-Effekt. Und dann soll es das für heute auch schon wieder gewesen sein. Dich lasse ich stehen, mache ich später. Du könntest dich eigentlich dazu gesellen. Wendemanöver! Und dann schaue ich nochmal, ob hier noch was geht. 3715 Stahlträger sehe ich doch da. Na kommt. Beschäftigen wir uns noch ein wenig mit den Investoren. Oh, da war es noch nicht ganz erledigt, die Sache. Tut mir leid, habe ich wohl übersehen. Aber da bleiben wir gleich mal auf der Höhe hier. So, so könnte ich dich auch noch mitnehmen. Yo, die Mitte ist dran. Nur die Mitte. Hey, nicht wieder der Nachbar dazwischen drängeln hier. Das sehe ich nicht gern. Ach, mache ich mal mit euch weiter. Die Äußeren sind wieder dran. Die Mitte darf. Gut. Du bist, du nicht, du darfst, du nicht, du darfst, du nicht. Hier geht's wieder. Das lassen wir sein. Du willst, gern doch. War das korrekt? Sieht so aus. Na dann. Dürft ihr zwei noch, ich erteile euch die Erlaubnis. Die 2 sagte ich, nicht die 3. Hört ihr schlecht? Und hier, frei nach Wahl? Einmal oben, einmal unten. Euch lassen wir aus, geht's mit euch weiter. Dann du. Genau, jetzt fangen wir nicht mit euch an, sondern mit euch. Können da hinten die 2 von mir aus auch noch mitgenommen werden. Und hier einmal so rum, genau. Dich lassen wir wieder aus. Und das war's mit dem Zipfel hier unten. Könnte man jetzt noch euch hier mitnehmen, die obere Reihe. Alles klar, mache ich auch. Einmal da, einmal hier. Fange ich mit euch wieder an. So. Das war die Mitte, also jetzt die äußeren.
Herrgott, Herrgott, Herrgott. Müsste stimmen. Wenn nicht, mir auch egal. Naja, fast. Gut, dann belassen wir es dabei. Kümmern wir uns dann in der nächsten Folge um die Chemiefabriken, was ich da gerade angesprochen hatte. Wird wohl so kommen, dass wir den Kaffee wegräumen müssen nach Blisbeek und Chemikos dann komplett zukleistern mit Kaugummi, Zelluloid. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch. Und Ethanolfabriken. Für heute soll es das aber gewesen sein. Verschwinden wir zur Expedition und lassen das Ganze mal etwas sacken hier. Zoologisch? Gut. Wir treiben ab. Wohin denn? Wer den Wal hat, hat die Qual. Wir sind immer noch von Walen umringt. Unglaublich große Wasserfontänen schießen im Kielwasser des Schiffes in die Höhe und die sich teilende Gischt gibt den Blick auf ledrige, dunkle Haut frei. Die Wale werden schneller und ein Zusammenstoß steht bevor. Das Dampfschiff volle Fahrt machen lassen. Immer weg, immer weg. Die Wunder der Technologie. Die Dampfmaschinen übertönen den Gesang der Wale und das Schiff löst sich von den Kreaturen in einer Kakophonie aus knirschendem Metall und pfeifendem Dampf. Eine Investition, die sich mehr als bezahlt gemacht hat. Ja, höre ich nicht zum ersten Mal. Ist mir nicht unbekannt. Weiter geht's. Bringt mir was Schönes mit, wenn ihr wieder zurück seid. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Was für ein Opus Magnum. Hat es gefallen? Dann Like und Abo dagelassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.